Hallo liebe Freundinnen und liebe Freunde der analogen Unterhaltung Hi. und willkommen zu einer weiteren Rezension hier bei Hunter & Friends. Und heute, ja, steht hier ein neues Party-Wortratespiel von Scorpion Masqué, Masterworld, ja, von Gerald Catio. Folgt der richtigen Spur, das Ganze geht nur 15 Minuten, recht wirklich flott gespielt eine Runde, kann man gleich mehrere Runden spielen, würde ich sagen, ab 12 Jahren, 2 bis 6 Spieler. Und ja, Scorpion Masqué hat ja wirklich schon ein paar gute Sachen gemacht. Ich nenne da nur mal sowas wie Decrypto, ist ja auch ein ziemlich cooles Wortratespiel. Hier geht es jetzt in die komplett kooperative Richtung. Ja, in dem Fall ist es einer, ist quasi so ein bisschen der Tippgeber und alle anderen müssen einen Begriff erraten, indem sie selber sozusagen so Hinweise geben und der andere kann so mastermindig sagen, ja, von diesen Hinweisen sind quasi so und so viele korrekt auf den Begriff und so viele nicht. Und ja, Regel erklären wir euch kurz, dann zeigen wir euch auch das Material, ist einfach und dann gibt es schon die, das Fazit machen wir danach. Ihr seht hier jetzt das Material von Masterworld. Auf der linken Seite ist alles, was die Spürnasen benötigen, die den Begriff erraten müssen. Und auf der rechten Seite ist alles, was der Leitwolf, derjenige, der den Begriff schon kennt, braucht. Der Leitwolf schaut sich im Geheimen an, welcher Begriff gesucht ist. Alle, auch die Spürnasen, wissen, es geht um eine Marke. Wir haben jetzt auch hier die Karte 6, das heißt, es ist noch eine der sehr einfachen Karten und es geht aber auch noch bis 200 irgendwie hoch. Genau, es ist also eine Marke und der Leitwolf weiß dann auch welche, was die Spürnasen erraten müssen. Jede Spürnase nimmt sich in der ersten Runde also eine dieser weißen Karten und hat jetzt 90 Sekunden Zeit, einen Begriff, also irgendeine Aussage über diese Marke zu treffen. Man könnte beispielsweise sagen, es ist eine amerikanische Marke, eine US-amerikanische. Und legt es dann als erste Reihe hier aus. Sagen wir mal, 3 Leute spielen mit auf der Spürnasenseite. Dann sagt der Nächste, dass die Marke im 20. Jahrhundert gegründet wurde. Und der Dritte sagte noch, es ist eine Modemarke. So, da hat dann der Leitwolf die Möglichkeit zu sagen, wie viele richtig und wie viele falsch sind. Er sagt aber nicht, welche davon richtig sind. In dem Fall sagt der Leitwolf, ja, habt ihr Glück gehabt, alle sind richtig. Das ist der perfekte Fall für die Spürnasen, denn so müssen sie halt nicht überlegen, welche davon ist falsch. Also angenommen, es wären nur 2 richtig, dann kann man natürlich sagen, okay, ist es die Mode, die falsch ist, ist es die USA, die falsch ist. Also das ist immer der schlimmste Fall. Man möchte als Spürnasen gerne, dass alle richtig oder alle falsch sind, damit man da genaueres weiß. Wenn jetzt aber nur 2 richtig wären und der Leitwolf sagt, okay, es ist mir aber besonders wichtig, dass die Leute sagen, wissen, dass es eine Modemarke ist, dann kann er einmalig im Spiel auch einen Joker setzen und dann genau sagen, okay, es sind 2 richtig in dieser Reihe und eine davon ist Mode. Und dann geht es nämlich auch schon weiter für die Spürnasen. Zu einem Zeitpunkt, wo sie denken, okay, ich glaube, ich weiß, welche Marke gemeint ist, nehmen sie sich hier diese roten Karten, da haben sie 3 Stück von, also auch 3 Möglichkeiten, den Begriff zu erraten, und sagen zum Beispiel, okay, ist es vielleicht Nike? Und legen das anstelle einer weißen Karte. Und die anderen beiden sagen dann noch irgendetwas wie, ja, kann man dort kaufen oder wie auch immer. Also schreiben nochmal irgendwelche Eigenschaften drauf. Was man natürlich nicht machen sollte, ist so etwas wie USA, europäisch, asiatisch. Weil dann ist natürlich eine Sache richtig und man weiß nicht welche. Deswegen versucht man immer verschiedene Eigenschaften abzufragen. So, da sagt jetzt einmal der Leitwolf, okay, Nike ist nicht richtig. Wenn es richtig gewesen wäre, könnte er hier diese Karte nehmen und sagen, okay, ihr habt das erraten und sagt dann eben entsprechend wieder, wie viele hier richtig sind, bis zur Runde 6 und in der Runde 7 haben sie nochmal die letzte Möglichkeit zu erraten, welche es ist, indem sie dann halt nochmal die letzten verbleibenden roten Karten legen und wenn sie den Begriff bis dahin erraten haben, haben alle gemeinsam gewonnen, auch der Leitwolf natürlich, weil es ist ein rein kooperatives Spiel. Und von daher muss er sich noch nicht mal daran halten, alles faktisch richtig zu machen, auch wenn er sich mit dem Internet immer Hilfe holen kann, der Leitwolf,
die Spürnasen allerdings nicht, kann er halt sagen, okay, die Leute kommen vielleicht nicht drauf, dass nämlich Adidas eine deutsche Marke ist und sagt dann, ja okay, es sind hier tatsächlich drei richtig, es ist eine amerikanische Marke, das ist glaube ich heutzutage auch, weiß ich gar nicht. Und von daher kann er da schon geschickt die Fährten legen, auch wenn es gar nicht faktisch richtig ist. Ja, und das ist auch schon das ganze Spiel. Dann wird einmal der Leitwolf gewechselt und der nächste schaut sich dann an, welcher Begriff bei Esper gesucht ist. Ja. Ja. Ich finde, erstmal ist es ein schönes Spiel. Ja, ja? Es ist halt auch so von der Aufmachung ja. voll cool. Erstmal dachte ich so, hey, ist das irgendwas mit Mickey Mouse, weil der ja so ja. ähnlich gestaltet ist. Aber letztendlich ist es einfach nur irgendwie ein Thema drauf gemacht und es geht eigentlich wirklich nur um die Wörter, ne? Also, ja, diese Person, diese taucht nicht auf. Ne? Nee, also, man, es ist halt doch, der Leitwolf. Genau, es ist der Leitwolf, also der Tippgeber sozusagen. Ja. Es ist halt einfach cooles Material und auch so... ganz, ganz nett gemacht halt. Auf jeden Fall. Es ist halt so ein Spiel, bei dem man eben, also es gibt ja so die Ratespiele, die so und so sind. Und das hier ist halt eins, wo man wirklich ja selber mit Begriffen irgendwie aus, also man muss selber Begriffe finden. Ja, ja? Man muss schon sehr kreativ sein, finde ich. Ne? Man muss genau. überlegen, was für Eigenschaften kann denn eine Person haben? Also dann irgendwie die Größe und das Alter und in welchem Zeitalter hat es gelebt oder eher gelebt. Das ist dann halt schon irgendwo herausfordernd. Es ist herausfordernd und ich finde auch, es ist sozusagen auch logisch herausfordernd, weil du ja, wenn du mehrere Begriffe hast, gucken musst, dass du sich nicht gegenseitig so, ne, dieses... Mann und Frau, beides in derselben Reihe, geht nicht, weil ja, ist dann ist eins richtig und man weiß nicht welches. Genau, es bringt keinen Erkenntnisgewinn zusätzlich, sondern man muss sozusagen sich auf eins fokussieren irgendwie so und gucken, okay, sind davon alle richtig oder gar keins. Das muss man schon kooperativ erstmal hinkriegen oder im Kopf so hinkriegen. Und das ist auf jeden Fall, ja, wie du sagst, herausfordernd. Und das muss man halt mögen. Ja? Ich finde, es ist so ein bisschen, mich erinnert es am ehesten an Just One, das Spiel des Jahres, nur umgedreht. Ja? Also bei Just One war ja, einer musste am Ende raten und alle haben Tipps gegeben, alle haben Worte aufgeschrieben. Und hier ist umgekehrt, am Ende müssen alle raten und einer quasi sagt, gibt sozusagen genau. die Tipps. Ich würde sagen, Just One ist aber halt so ein bisschen, geht so ein bisschen leichter von der Hand, weil du letztlich halt einfach nur, ja, du musst ja nur Tipps geben und musst halt nur darauf achten, dass sie nicht zu offensichtlich sind, damit sie nicht ausgeixt werden. Aber hier... Ich muss auch sagen, ja. als Leitwolf ist das halt super frustrierend, weil du weißt den Begriff und du merkst, wie falsch deine Mitspieler liegen. Ne? Und du kannst nichts sagen. Also es ist ja wirklich so, dass du nichts dazu beiträgst. Ja. Das ist halt manchmal echt frustrierend. Ja, und es ist halt auch eines dieser Spiele, deshalb würde ich sagen, für mich ist, sind andere Ratespiele, kommen da weiter oben. Mhm. Aber nur deswegen, weil ich halt so jemand bin, der oft irgendwie anders denkt oder anders tickt als meine Mitspieler. Ja? Und gerade auch als Leitwolf, ne, denkst du, ja, du gibst die richtige Antwort und dann am Ende merkst du, nee, stimmt, ich habe dich völlig falsch verstanden. Sie haben auch noch recht, ja. Das ist auch noch irgendwie, das war von mir einfach verquer, ja. Und das finde ich auch so witzig. Im Grunde musst du dich nicht mal an Fakten halten, sondern du musst einfach nur deinem Team helfen. Also selbst wenn es ein Gebäude ist, du kannst auch sagen, es ist kein Gebäude oder andersherum. Ja, es ist wirklich, es ist so eine, also das macht es auch wieder spannend. Es ist halt so eine Metaebene, wo du weißt, das geht gar nicht darum, genau, was ist richtig und falsch, sondern was würde dieser Hinweis bei den anderen auslösen? So, in welche Richtung bringe ich sie damit? Und auch sozusagen zu überlegen, wann setze ich wirklich einen Joker ein, ist auch ganz, ganz schwierig, weil du überlegst, heißt es jetzt wirklich, es ist das oder ist es einfach nur diese Richtung, da weiter denken. So, ja. Also ich muss wirklich sagen, ich finde das Spiel nicht einfach. Es ist halt doch eins dieser Spiele, wo man eher sowas, wo ich das Gefühl habe, da geht es darum, dass die Gruppe sich so findet und man irgendwie merkt, okay, wenn wir so Tipps geben und die Tipps so verstehen, dann kommen wir auch zur Lösung, dann schaffen wir auch die schweren Begriffe. So, ja. Also ich finde es auch sehr abhängig von der Gruppe. Ich habe halt eine Gruppe, mit denen ich das jetzt schon mehrmals gespielt habe, da finde ich, das macht es auch richtig Spaß. Ja. Aber dann gibt es halt Leute, mit denen ich sage, also wir sind so auf komplett anderen Ebenen am Denken, dass es einfach nicht funktioniert. Ja. Ich meine, das muss ich sagen, finde ich eine schöne Sache, dass du eben viele Begriffe hast, wo die dann auch wirklich vom Schwierigkeitsgrad echt ansteigen. Ja. Aber ich weiß nur, wir hatten einmal David Bowie. Ich weiß genau, ich hätte das niemals rausgekriegt. Ja, gerade bei Eigennamen. Ja, also ich hätte es einfach nie rausgekriegt, weil nur mit Eigenschaften, also man könnte mir irgendwie, glaube ich,
50 Eigenschaften nennen und ich käme trotzdem nicht drauf, dass das David Bowie sein soll, einfach weil ich zu wenig über David Bowie weiß. So, ja? Also das ist halt, das ist wirklich nicht leicht. Aber gut, man kann natürlich dann noch sowas machen, dass, also wenn ich das ziehen würde, würde ich gleich sagen, okay, weg damit. Klar, also klar, gerade wenn ich mit jungen Spielern spiele, die den gar nicht kennen, dann macht man das einfach beiseite. Und letztendlich kann man ja auch das Schwierige nochmal rausnehmen, indem man die Familienvariante spielt, indem man jede Reihe auch mit einem Joker versehen darf. Ja. Und gerade dann stelle ich mir das nochmal einfacher vor und dann halt auch für Kinder spielbar. Frage ich halt, ob es dann noch so sinnvoll ist. Ja, da muss man mal gucken. Aber ich denke halt, es ist prinzipiell einfach ein schönes Spiel für Leute, die gern so zusammen rätseln. Also weil das ist wirklich, glaube ich, das Spaßige, dass du zusammen diskutierst. Sagst, nee, du kannst jetzt nicht das schreiben. Das ist Blödsinn, weil dann würde das ja dann und das passieren. Ja, das also, hat für mich auch den Reiz des Spiels. Ne, diese, das hast du eben bei Just One gar nicht, weil du darfst ja eben gerade nicht dich absprechen, weil sonst würdest du ja, ich abspreche mir, ja, den Begriff nehmen wir nicht und so, sondern hier hast du diese interaktive Suche. Ich komme trotzdem auf die Sache nicht. Also gefühlt so, ja. Ich bin trotzdem hier auf verlorenem Posten, egal auf welcher Seite ich da stehe. Deswegen, es ist irgendwie nicht mein Spiel so vom Skill, ja. Ja, also von mir aus, also klar, es gibt, dadurch, dass es ja verschiedene Schwierigkeitsstufen bei den Karten gibt, ist es auch nicht immer mein Skill, aber es ist auf jeden Fall mein Spiel. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, auch wenn es ein paar Schwächen hat. Ja. Also ich bevorzuge tatsächlich dann generell von Genre wirklich eher so diese Bildassoziationsspiele. Ja? Mhm. Da bin ich irgendwie auch besser. Also sowas wie Muse oder natürlich klar, also Dixit und sowas oder Mysterium. Das ist wiederum nicht mein Ding. Das kann ich irgendwie gut. Da ticke ich irgendwie auch. Da kann ich meine Mitspieler gut lesen und die können mich auch irgendwie verstehen. Interessant. Aber bei so Begriffen, wo es dann so mehr um Logik geht, ja, nicht so um also so reine Bildassoziation, da bin ich irgendwie schlecht. Aber das ist natürlich auch natürlich, man ist ja in der Gruppe, also man ist ja nicht allein, außer man ist der, man darf mich nicht zum Leitwolf machen. Das ist wirklich keine so gute Idee. Ja, also von daher eigentlich ein schönes, was heißt eigentlich, es ist ein schönes Spiel. Man muss aber halt sehr typabhängig. Man muss ein bisschen für sich wissen, ist das was für mich mit diesen Begriffen. Und wenn nicht, spielt man einfach Codenames. Was auch immer noch, was immer geht so, ja, wenn man irgendwie, aber als Abwechslung haben sie wieder schön gemacht. Kann man sich Masterword auf jeden Fall angucken. So, das war's. Danke fürs Zugucken, wie immer. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr ein Abo und eine positive Bewertung da lasst. Und sehen uns beim nächsten Video. Nächsten Review oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Tschüss.